10% von allen. Ja. Mit Im Laufe Ausnahme, von wie vielen Jahren? Mit 4 Jahren. In 4 Jahren. Mit Ausnahme der Sicherheit und mit Ausnahme des Gesundheitswesens. Das haben wir also das bewusst gesagt. Das geht sich schon aus. Schulen und Wissenschaften. Das geht sich schon aus, weil wenn Sie also Vorschlag, Sie können es ja dann ausdiskutieren. Jedenfalls mit Ausnahme Sicherheit und Gesundheitsbereich, die also wichtig sind. Und in diesen Bereichen wird also die öffentliche Hand sicherlich verstärkt auftreten müssen, weil also die Frage der Sicherheit heute den Menschen unter den Nägeln brennt. Wir werden mehr Exekutive brauchen und daher auch hier eine Entwicklung ist, wo wir für ein eigenes Dienstrecht etwa im Exekutivbereich eintreten, weil die sehr spezifische Aufgaben haben und der im Außendienst ist, der soll wirklich eine entsprechende bessere Entschädigung bekommen, auch ein leistungsorientierteres Besoldungsrecht zu machen für den öffentlichen Dienst, insbesondere auch für den Exekutivbereich, weil das ja halt so ist, dass die jungen Beamten 15, 20 Jahre im Dienst sind und eigentlich nicht ordentlich weiterkommen und wenn sie dann später einmal zur Pensionierung heranstehen, dann verdienen sie gut und das ist eigentlich das große Problem, um das es geht und die jetzige Besoldungsreform hat dem nicht Rechnung getragen, sondern ist eigentlich in die falsche Richtung gegangen. Man hat also die Funktionsträger, je älter und je länger sie in einer Funktion, einer Dienstfunktion drinnen sind, umso besser fällt für sie auch dann die Entschädigung, das ganze Zulagenwesen und so weiter. Danke, Herr Professor van der Bellen. Der öffentliche Dienst ist wirklich ein zentraler Reformpunkt. Allerdings bin ich etwas skeptisch, dass da kurzfristig sehr viel Geld zu machen ist, sozusagen budgetär. Das ist ein zentraler Reformpunkt für strukturelle Maßnahmen. Von der Schule über die Universität, über den Finanzausgleich bis zum parlamentarischen Budgetprozess, wenn ich das einen ganz großen Bogen machen darf, mit der Grundidee, die Finanzierungsströme so zu vereinfachen und so neu zu strukturieren, dass derjenige nach dem alten Grundsatz, wer das Geld hat, schafft dann. Ja? Also das Negativbeispiel sind etwa die Pflichtschulen. Der Bund zahlt das Personal, die Gemeinde ist verpflichtet, für das Haus zu sorgen und die Verwaltung machen die Länder. Ja? Und insgesamt führt es zu einem Finanzierungsgeflecht, das schwer durchschaubar ist. Wir kennen das Phänomen, dass in einzelnen Dienststellen im November und Dezember die große Ausgabenwut ausbricht. Das ist ja nichts Neues. Warum? Weil das Geld verfällt Ende Dezember. Es ist in 200 Jahren Bundeshaus, also Haushaltsrecht, nicht gelungen, dieses Phänomen so in den Griff zu kriegen, dass man das wirklich ändern kann. Statt 10% Selbstbehalt bei den Schulbüchern stellen wir uns vor, dass man den Schulen Finanzautonomie gibt, jedenfalls in dem Aus, in einem schrittweise in einem gewissen Ausmaß, sodass sie selbst entscheiden, braucht man dieses Schulbuch, braucht man lieber einen PC oder ein Fotokopiergerät und so weiter. Wollen Sie auch Beamte abbauen, insgesamt, per Saldo jetzt, durch Nicht-Nachbesetzung? In bestimmten Bereichen kann ich mir das schon vorstellen, dass das sich auf 15% ausgeht, das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Warum? Weil die großen, was bleibt denn übrig von den großen Blöcken, wenn wir Innenressort, die Schulen und Universitäten. Es gibt zum Beispiel Rationalisierungsreserven in der Straßenbauverwaltung. Das wird ja die Straßenmeisterei für die Bundesstraßen, die Landesstraßen und die Gemeinde und dann noch die Sondergesellschaften nebeneinander haben. Da wird sich der Herr Kollege Haselsteiner gut auskennen. Da gibt es sicher Rationalisierungsreserven. Es gibt auch Reserven jetzt sogar innerhalb von Bereichen, die wir an sich nicht kürzen wollen, wie zum Beispiel die Universität, nämlich dort, wo es um die Verwaltung geht. Also jeder, der mal mit diesen Monopolen innerhalb der Verwaltung zu tun hat, die dafür zuständig sind, die Glühbirnen auszuwechseln oder das Fenster zu reparieren, wenn es klemmt, ja, der weiß, dass da enorme Effizienzgewinne drinnen steckt, die nur dadurch, glaube ich, in den Griff zu bekommen sind, dass man die Menschen, die dort arbeiten, interessiert daran, diese Vorteile wahrzunehmen. Und das kann man nur dadurch, dass nicht alles, was sie einsparen, sofort verschwindet im jeweils zuständigen Ministerium. Es muss ihnen ein Anreiz gegeben werden. Also die Leute müssen Anreize haben und auch natürlich, das muss mit Sanktionen verknüpft werden, dass sie selbst initiativ werden, um diese Sparpotenziale wahrzunehmen. Das kann sich durchaus im Einzelfall auch auf den Personalbereich beziehen, aber ich denke natürlich primär mal an andere Ausgaben. Weil wenn Sie die Leute in den Dienststellen nicht sozusagen im Interesse erwischen, wird es immer schief gehen.
Weil je weiter sie oben sind in der Hierarchie, desto weniger wissen sie überhaupt, was da unten vorgeht sozusagen. Dann kennen sie ja die Sparpotenziale gar nicht und können sie auch gar nicht kennen. Das ist wie in jedem großen Unternehmen, dass sie die Verantwortung nach unten verlagern müssen, damit die Leute unten auch ein Interesse haben, das zu tun, was vielleicht der Kollege Haselstein an der Spitze gerne von ihnen hätte. Nicht? Und dieses Prinzip kann man in einem gewissen Ausmaß auf die Verwaltung übertragen. Ist der Übergang zum Dr. Haselsteiner? Ja, wir stimmen hier in einigen Punkten überein. Auch wir glauben, dass eine aufgabenseitige Strukturreform also in der Verwaltung eintreten muss und diese aufgabenseitige Sanierungsbemühung. Ich sehe aus den Wortmeldungen, dass wir da ziemlich deckungsgleich sind. Allein. Sie und die Grünen? Naja, auch mit dem Herrn Dr. Dietz, der hat das ja auch gemeint, dass es so ist. Aber bitte, jetzt muss ich Sie noch mal fragen, Herr Bundesminister, wie war denn das in der Vergangenheit? Sie, gerade Sie als ÖVP, haben ja hier Ihr Kernproblem. Ich meine, die Aussagen des Herrn Dohr sind einfach erschütternd. Ich meine, wenn ein vernünftiger, moderater, nach meinem Dafürhalten noch lange nicht weitgehend genug Vorschlag am Tisch liegt, ja, er wird sozusagen in einem Reflex abgewürgt, verteufelt und kommt gar nicht zur Diskussion. Und ich weiß nicht, ob das nur die Wahlen sind, die heute und morgen stattfinden, oder ob das grundsätzlich die Politik in Zukunft bleiben. Also gestern und heute. Nein, geht schon morgen noch, also geht schon gelaufen. Okay, aber ob das nur die Wahlerscheinung ist oder ob hier wirklich diese Bereitschaft nicht gegeben ist. In der Vergangenheit war sie nicht da. Die Beamtenwahlen meinen Sie jetzt? Die Beamtenwahlen meine ich, ja. Heute und morgen sind die Beamtenwahlen und da gibt es ja einige Aussagen des Herrn Dohr. Wenn der Herr Schüssel sagt, na, wir brauchen 3.600 Beamte weniger, sagt der Herr Dohr, aber wenn es weniger wären wie 3.600, dann möchte er Arbeitszeitverkürzung, heute eine Abbauaussendung. Also wie man in Zeiten wie diesen solche Vorschläge wirklich machen kann und an die Öffentlichkeit bringen kann und damit den eigenen Parteiobmann in dieser Art konterkarieren kann, verstehe ich nicht. Daher habe ich hier wenig Vertrauen. Das liberale Modell geht davon aus, dass wir den natürlichen Abgang der Beamten rigoros nicht nachbesetzen. Wir wissen natürlich, Herr Bundesminister, dass ohne Aufhebung der Pragmatisierung, ohne weitgehende Aufhebung des Versetzungsschutzes immer noch im zumutbaren und nicht im unmenschlichen Bereich, bitte, das möchte ich dazu sagen, das ist keine Schreckvision, dass es ohne diese Begleitmaßnahme nicht geht. Leider Gottes haben in der Vergangenheit weder die ÖVP noch die SPÖ, aber in diesem Fall ist ja auch ein bisschen weniger angesprochen, hier einen bescheidenen Erfolg zeitigen können. Und hier, glauben wir, ist dringlich Handlungsbedarf da. Wenn Sie sagen, Herr Kollege van der Bellen, Sie glauben nicht, dass das kurzfristig ist. Ja, ich glaube, wenn wir sagen, die Beamtenkosten werden eingefroren, dann ist das schon ein gewaltiger Erfolg. Das ist auch kurzfristig, weil wenn wir die Steigerungsraten nicht haben, dann ist es ein deutlicher kurzfristiger Effekt. Und Herr Dr. Dietz, wenn Sie sagen, das geht nicht, und auch Sie, Herr van der Bellen, haben gesagt, das geht nicht. Nein, ja, bitte. Sie glauben, es kommt nicht zusammen, 15%. Wir glauben, dass 20% von 21 auf 15%, dann erreichen wir den OECD-Durchschnitt. Und das sind 20%, bitte. Ja? Aber den Arbeitsmarkt müssen Sie schon auch noch. Herr van der Bellen, absolut. Aber nur glauben Sie mir doch eines, der Arbeitsmarkt wird doch durch eine solche Maßnahme weder stimuliert noch sonst was. Er wird nur gefährdet langfristig, weil wir dort keinerlei Strukturmaßnahmen setzen können. Wir müssen das tun. Und da führt kein Weg vorbei. Rigoroses Nicht-Nachbesetzen im öffentlichen Dienst und raschestmögliches Erreichen eines international vergleichbaren Staates. Wir sind ein überverwalteter Staat. Okay, danke, Herr Dr. Vranitzky. Ja, was denn?